In der Slowakei haben unsere liebessuchenden Österreicher schon versucht, die Wogen der letzten Nacht zu glätten. Doch die Stimmung zwischen ihnen und den drei Damen ist immer noch verhalten. Auch das etwas eigenwillige, von der Agentur organisierte Frühstück verbessert die Lage nicht unbedingt. Es ist gut, dass ich selber Essen mitgenommen habe, muss ich sagen. Weil das ist kulinarisch nicht gerade ein Highlight, was man da sieht. Das brauche ich nicht. Da vergeht einem der Appetit. Aber bei der Frage. Was wollt ihr denn da nicht am Essen? Was? Das schaut nicht sehr appetitlich aus, der Erdspeise. Nehmen wir was? Da haben Sie eigen. Was haben Sie mit? Einen guten Kaffee mit. Ich habe meine Äpfel mit. Einen eigenen Kaffee? Ja. Der ist im Haus der nicht gekommen schon? Nein, passt gemacht im Zimmer. In Rudi gefällt das, ist er sagt, das ist ein Appetit. Das schaut nicht sehr appetitlich aus. Das ist ja keine Serviette. Das organisiert sowas. Wenn ich was organisiere, schaut das anders aus. Der General Manager. Nachdem ausgemacht war, dass Lucia, Sonja und Nicole die Österreicher die ganze Woche lang begleiten, bemüht sich Gerhard Klein um gute Stimmung. Spring ein bisschen. Hopp. Ein kleines Fußballmatch soll die Damen dazu bringen, Rudis Fehlverhalten hinter sich zu lassen und alles ein bisschen aufzulockern. Und es scheint zu funktionieren. Den Verlierern winkt ein Bier am Morgen. Und zwar auf Ex. Trudi! Trudi! So sieht sie aus! Schalalalala! So sieht sie aus! Schalalalala! Hey! Hey! Okay. Oh shit. Das war echt danke. Guck mal, kommt her, kommt her. Ja. Das Bier. Bravo! Weil müssen wir das. Change. Der Loser muss change the shirt. Das ist Football so. Loser. Du warst spät. Nee, ist das Blas nicht No. Heide. Not this. Not this, the black one. It's okay. Na, Heide. Die Waluzi. So sehen sie aus, schalalalala. So sehen sie aus, schalalalala. Come on. Good style. Good. Auf der anderen Seite der Welt sind unsere liebesreisenden Österreicher Gerhard, Rudi und Lukas gemeinsam mit der Partnervermittlungsagentur und ihren drei Begleiterinnen in Rumänien angekommen. Um die Chancen zu erhöhen, werden Lucia, Nicole und Sonja die ganze Woche mit den Männern verbringen. Zusätzlich hat die Agentur aber auch drei rumänische Frauen zu einem Kennenlernen eingeladen. Und unser Wodka-Gertsche möchte nichts dem Zufall überlassen. Was haben Sie sich hier bestellt? Naja, wir kommen angeblich jetzt nur drei Damen. Ich meine, ich kann ja da nicht mit dem Wasser aufwarten. Da wäre halt ein bisschen, weiß ich nicht, wie gesagt, irgendwas, was Puff macht. Und das haben sie mir halt hergebracht. Ich habe das jetzt so organisiert, dass die Damen einzeln jetzt da zu mir daherkommen. Und ja, da sollen sie sich vorstellen und ich stelle mich kurz vor. Jetzt im Vergleich nochmal jetzt nach dieser Nacht und die Damen, wie würden Sie die drei von gestern nochmal sehen und die Möglichkeiten? Also die Möglichkeiten, die drei Damen von gestern sehe ich so, dass die noch einmal sehr aufgeschlossen, lustig. Ich glaube, dass die auch für alles bereit sind. Für alles bereit ist auf jeden Fall auch Lukas. Ja, und durstig natürlich. Wie geht's Ihnen? Wie sind die Erwartungen für heute? Ja, ich glaube schon feste. Also vielleicht gibt es was Festes, Gutes. Ne? Bin ich voll überzeugt und muss mir wieder was reingoogeln, weil ich habe schon was gehabt, aber ich brauche noch was. Aber was heißt das Festes, Gutes? Was meinen Sie damit? Die Frau? Ja, die Frau, das ist halt gute Figur und gut ist und dass ich mit ihr was anfangen kann, ne? Dass ich mein Schwert reinbringen kann. Das heißt, Sie wollen heute aufs Ganze gehen, Sie wollen es aufs Zimmer nehmen? Ja, sicher. Probieren wir mal. Ne? Und jetzt brauche ich wieder mal einen Schluck. Malina, das ist gutes Bier.
Das Effekt ist immer das Geiste, wenn es das zischen hörst. So. Das hat was. Die Taktik ganz kurz, in zwei Sätzen. Wie werden Sie heute vorgehen? Hart und massiv. Gerhard Klein hat währenddessen noch ein paar Bier bestellt. Schließlich will er auch herausfinden, welche der rumänischen Frauen den Prosecco bevorzugt und welche Biertrinkerin ist. Damit könnte sie sich nämlich auch ein paar Pluspunkte bei Gerhard verdienen. Leider hat es mit der Verständigung beim Bestellen aber nicht ganz geklappt und es sind statt drei Bier ein paar mehr gekommen. Jetzt schaut's richtig super aus bei mir. Bist du deppert? Rudi, komm, du musst mir helfen. Komm her. Da kommen jetzt angeblich neue Mädels daher. Und da stehen jetzt 10 Bier. Ich hab gesagt, das wird 2-3 Bier bringen, die 10 braucht. Die müssen wir schnell entsaufen. Komm her, Kleiner. Schreib da was mitgebracht. Da gibt's aber vieles zum Naschen. Super, was ist das, ein Spitzer? Das ist wieder mal Bier. Prost, Bursche, Prost. Prost, Prost. Sag her. Was ist das? Na, pass auf, jetzt haben wir trinken einen Schluck da. Und verdurscht mir inzwischen. Ist der eigentlich schon leer, oder was? Das ist meine Maßeinheit für eine Frau. Da muss eine Frau reinpassen. Ja. Ungefähr 50 Kilo Gewichtsklasse. Passt, finde ich alles in Ordnung. Passt vom Gewicht her, ja. Alles super. Ja. Der Arsch muss passen. Richtig. Aller Arsch soll ich. Stimmt. Hat er vollkommen recht. Und in Arsch muss dringend danke. Auf Arsch muss dringend danke. Genau. Und was machst du, wenn die Würstchen über den Schlitzer drüber schauen? Na, das ist schon brat. Ja, was machst du dann? Das ist schon brat genug. Tust du das Piercing oder was? Das ist schon brat genug. Da hat noch nichts. Was ist brat genug? Weil wenn das da so eng hängt, und da schauen die Uhrweißeln aus, links und rechts. Na, was tust du dann? Ich habe eine Frage, ob ich es noch nicht so ausgeleiert habe. Das hat ja mit dem Gewicht nichts zu tun. Das zeigst du mir, wie es mit der Furt geht. Ja, das werden wir und schauen. Die Post. Ja, und was, wenn es da reicht? Bei jedem Schritt. Da reißt nichts. Ist das angenehm, glauben Sie, wie eine Frau so eine Hose? Weiß ich nicht, ich bin keine Frau nicht und ich zieh's einen Scheißdreck auch nicht an. Aber die Frage für mich stellt sich, jede Frau hat ja eine andere Vagina oder was weiß ich was. So wie wir Menschen, der eine hat größere Urwaschel und der andere hat kleinere. Und wenn das nicht passt, schaut das links und rechts aus. Wie viele Frauen haben die Hose schon getragen bis jetzt? Die Olena hat's getragen. Einmal. Sonst liegt's rum, ja. Erst muss es einmal so weit kommen, dass sie überhaupt in die Hosen rein darf von mir. So ist da muss es einmal funken. Wenn es nicht funkt, dann passiert gar nichts. Einfach eine gute Figur hilft gar nichts bei mir. Die kann ein Topmodel sein, wenn da nichts rüberkommt oder nichts funkt, dann ist für ihn wirklich komplett. Was ist das, was funken? Was bedeutet funken? Ich muss von der Frau Interesse spielen und wenn man das erste Gespräch führt und schauen, passt das und das und das und passt das gar nicht, dann muss man alles rausfinden. Das heißt eigentlich, wenn eine Frau ist, was die Hose nicht passt, dann ist es nicht perfekt, oder? Wenn es vielleicht eine Spur größer ist und vielleicht eine Spur größere Hotpants hat und scheiß ausschaut, dann ist das kein Problem. Okay, ja. Man kann alles gefahren. Ne?